Hallo und herzlich willkommen zu Finnheim Wildlife. Heute würde ich sagen, sind wir ordentlich auf den Hund gekommen. Aber was es damit auf sich hat, werden die drei Damen jetzt gleich zum Besten geben. Straight out of Fennel, ihr Assis. So, dann erzählt mal, was wir hier machen. Stell dich erstmal vor. Also ich bin die Christina. Angefangen hat es vor ungefähr 5 Jahren, als ich in Tierschutz, ohne es wirklich zu wollen, reingerutscht bin. Durch den Zufall habe ich über verschiedene Facebook-Seiten arme Hunde im Ausland gesehen und habe mich als allererstes als eine Pflegestelle angemeldet für eine 12-jährige Hündin, die bereits 11 Jahre davon in einem Tierheim in Portugal verbracht hat. 5 Jahre. Genau. Und fast ein ganzes Hundeleben. Genau. Ja, und so hat es angefangen, als ich nach 8 Monaten ein Zuhause für die Maus gefunden habe und gesehen, was es eigentlich bedeutet, wenn ein Hund bereits in Deutschland ist und gesehen werden kann, dass manche tatsächlich unvermittelbare Hunde eine Chance dadurch bekommen. Ja, habe ich mich entschieden, gleich 2 neue zu holen und so ging es los. Quasi wie der passende Topf zum passenden Deckel. Genau. Was genau. Mensch betrifft, geht auch übergreifend von Tier zu Mensch. Genau. Nicht jeder Hund ist für jeden Mensch und auch nicht jeder Mensch ist für jeden Hund. Wir achten sehr, sehr darauf, dass Hunde eine passende Familie bekommen. Und natürlich kann man manchen Menschen nur vor die Stirn schauen. Deswegen passiert bei jedem Tierschutzverein, dass ab und zu mal ein Rückläufer da ist. Bei uns war noch nie ein Rückläufer da, wo tatsächlich der Hund schuld war. Kann ich sagen. Alles tolle so. Hunde. So. Und die haben wieder schnell eine bessere neue Familie gefunden. Aber dass der Hund jetzt irgendwie tatsächlich was dazu konnte, war nicht der Fall. Ja, und vor circa 2,5 Jahren kam Veterinäramt Mannheim auf mich zu und haben mich tatsächlich überredet, als die gesehen haben, wie ich mit Hunden umgehe und wie es, was es für Möglichkeiten bei mir zu Hause gibt, ja, dass ich die Genehmigung mache, dass ich selber die Vermittlungen in die Hand nehmen kann. Ja, und habe vor 3 Jahren ganz alleine angefangen. Mittlerweile sind wir ein Team, immer wieder so plus minus 10 Personen. Ein ganz starkes Pflegestellenteam, alles ganz, ganz tolle Pflegestelle. Das ist Pflegemama Sigrid und ihre Tochter Kiki. Ja, absolut Hunde erfahren. Schwenk mal rüber, Thorsten, schwenk mal rüber. Ja, absolut Hunde erfahren. Natürlich, manche Pflegestellen haben nicht mal einen Hund zu Hause und gar keine große Erfahrung, aber wir haben sehr viele Anfänger geeignete Hunde. Was heißt Anfänger geeignete Hunde? Das musst du mal ein bisschen detaillierter beschreiben. Also Anfänger geeignete Hunde sind entweder Hunde im Tierheim oder auf einer Pflegestelle, die man wirklich hundertprozentig einschätzen kann, dass die von Wesen hundertprozentig gutmütig sind, dass die auch entweder Kinder kennen oder eingeschätzt werden, dass die definitiv mit Kindern kennen, dass sie absolut verträglich sind mit anderen Hunden und dass wirklich auch jeder Anfänger diesen Hund sich zumuten kann. Ja, und es war bis jetzt tatsächlich so. Ich betreue 9 Stationen ganz im Norden von Kroatien, also quasi von Zagreb hoch Richtung ungarische Grenze. Und das sind Tierheime, die keiner sieht, wirklich sehr, sehr abgelegen. Die haben absolut keine Unterstützung, bis auf uns, sage ich jetzt mal, eine starke Unterstützung, dass man auch die Tiere irgendwie an einen Mann bringt, an eine Familie bringt. Und wie gesagt, das sind ganz kleine Stationen mit einer übersichtlichen Anzahl von Hunden. Das sind Tierheimmitarbeiter, die Minimum 2 Personen auf 100 Hunde da sind, ja, aber die sind jeden Tag für 8 bis 9 Stunden vor Ort. Und in vielen Tierheimen wird auch Gassi geübt und mit Kindern getestet. 2 Stationen davon können sogar einen Katzentest machen. Ja, ja, natürlich, wenn sich eine Familie meldet, die einen Hund möchten, der absolut ist, ja. Genau, mit Katzen kann. Also das wird alles vorher gut, gut recherchiert und getestet. Ja. Geht in die Knie, gell? Es geht in die Knie, ja. Als alter, ankhöser Mann. Ja. So, sehr, sehr schön. Ja. Was halt... Prachtexemplare. Was halt interessant ist zu erwähnen, also Pflegemama Sigrid und ich sind wirklich von unserem ganzen Team die Einzige,
die wirklich jeden Hund aufnehmen. Egal ob Handicap, ob schwarz, ob blind, taub, drei Beine, aggressiv Menschen gegenüber. Bei uns ist leider die Priorität, dass der Hund absolut verträglich mit anderen Hunden sein muss oder dass man ihm einschätzen kann, dass man das hinkriegt. Ja, die Jenny absolut unverträglich beschrieben. Mittlerweile ist sie in einem Rudel mit 5 anderen Hunden, klappt problemlos. Trotzdem hat die Jenny ihre Macken, ja, aber wie gesagt, wir nehmen so wirklich nicht leicht vermittelbare Hunde. Also einfach die Hunde aus dem Ausland, genau, die absolut keine Vermittlungschance haben, außer man sieht sie tatsächlich auf einer Pflegestelle hier. Und wir hoffen, dass sich jemand verliebt. Wie ist bei euch die Internetpräsenz? Also wir haben eine Facebook-Seite, die mittlerweile fast 13.000 Follower hat. Ich habe mich auch natürlich mit Instagram verlinkt, aber nein, ich ist gut jetzt, Fido. Kann kapier doch kaum was. Das werden wir euch alles verlinken. Gut jetzt. Ja, Instagram brauchen wir Hilfe. Also ich kann einen Post machen mit 10 Bildern und Videos mit diesen nein. Hashtags. Das klappt, Fido. Aber mehr weiß ich nicht ist gut über jetzt. Instagram. Wie man da ja, so. Irgendwie habe ich trotzdem ja, ich 1000 Follower, aber ich glaube, das sind eher die Facebooker, die auch Instagram haben und dann kommt es dazu. Aber über Instagram haben wir noch nein, absolut keine okay. Folge gehabt. Dadurch, dass ich offizielle Erlaubnis zur Vermittlung von Veterinäramt Mannheim habe, sogenanntes Paragraph 11, darf ich natürlich auch Hunde präsentieren, inserieren bei verschiedenen Tierschutzportalen. Tiervermittlung.de, eDogs ist da ganz gut, auch Tasso Shelter natürlich das stärkste in Deutschland. Und ja, also das meiste geht tatsächlich über Facebook, weil wir mittlerweile sehr viele Follower haben, die teilen. Aber ein paar Hunde werden auch über andere Portale vermittelt. Ja, was ist so die größte Zielgruppe, die einen die einen Hund suchen, sind es eher kleine Familien oder sind es eher Single-Leute oder ältere Pärchen? Also bei uns ist es halt tatsächlich so, dass ein großer Unterschied zu anderen Tierschutzvereinen sind. Alle anderen Tierschutzvereine haben so 80-90% Welpen in der Vermittlung und wir haben nicht mal 1% Welpen, weil wir uns zu Herzen genommen haben, diese erwachsene Hunde, die gar keine Chance haben, wenn eine Familie vor Ort in Kroatien kommt, sich diesen Hund auszusuchen. In Kroatien vor Ort werden halt auch Welpen vermittelt. Sobald der Hund erwachsen ist, wird er uninteressant. Und deswegen ist natürlich bei uns eher Menschen, die wirklich Herz für Hunde haben und auch retten möchten und nicht unbedingt sagen, wir müssen unbedingt einen Welpe haben. Also wir haben ganz, ganz wenig Welpen in Vermittlung. Es sind meistens diese Senioren, die halt kaum Vermittlungschancen ja, haben. So sehe ich es auch. Ja. Ich hab selbst meine Katze ist auch aus der Tötungsstation damals gekommen. Ja, siehst du mal, sehr schön. Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall, da lege ich auch schon privat okay. Sehr großen Wert drauf, dass ich da nicht ein Kitten hole von irgendeinem dubiosen Zicht oder was, sondern ja. Ein Tier, ist was gut. Was ja. Ist halt komm mal jetzt. Was halt ist Tierschutz gut. Extrem, nicht nur ist Tierschutz, gut. Sondern auch seriöse Züchter wirklich kaputt macht, sind die, sie ist halt illegaler Welpenhandel. Also Polen ist da Nummer eins und was die Veterinärämter und Tierheime auf sich nehmen, um diese ja, viel zu jung verkaufte Welpen, die irgendwo übergeben werden auf irgendeinen Rastplatz, ja, an X, Y-Person, wo nicht mal eine Kontrolle gemacht worden ist, wo der Hund hinkommt und so, das ist schon heftig, ja. Und solange das, also da musste man ein bisschen mehr hinterher, finde ich. Auf jeden Fall. Die meisten Tiere kommen eh ja. Krank, ja. Man hat es ja gesehen, so bei irgendwelchen Kleinanzeigen, Dubiosen und so, ja. Dann gab es ja genau. Schon viele Berichte, die man gesehen hat im Fernsehen. Eben, eben. Wie, dass die Tiere dann elendig zugrunde gehen. Ja, ja. Die Tiere quasi als Ding gesehen werden, als ja, Statussymbol. Nicht Statussymbol, ja. Sondern auch als ja. Maschine, als Geldmaschine. Ja. 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 Richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. Ja. Sigi? Möchtest du auch noch was dazu sagen? Also eigentlich hat sie alles gesagt. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren dabei, habe sie aber vorher schon auch auf Facebook verfolgt. Ja. Weil ich gesehen habe, dass ein Mensch, ja, die vermittelt Hunde ohne Ende. Und, naja, ohne Ende ist es nicht schön, ja, wenn Ende es ohne ist, Ende ist wäre. Immer noch, aber ja. Wie gesagt, ich habe halt immer gesehen, es ist, sie macht alles 100% ja, öffentlich. Ja. Man kann alles nachverfolgen
Und ich finde es einfach wichtig zu sehen, okay, der Hund, er kommt rüber, kommt auf Pflegestelle. Ja. Dann ist es, sage ich mal, eine Woche oder nach 2, 3 Tagen, Hund wird vermittelt, Happy End. Und das sieht man dann immer peu à peu. Ja. Und das ist das, was mich motiviert hat, sich bei mir zu melden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch 4 Hunde und habe angefragt, ob es möglich wäre, Pflegestelle zu sein. Da habe ich halt. Und ich habe gedacht, juhu, meine allererste. Ich habe aber schon 4 Hunde. Ja, und dann habe ich halt am Anfang immer nur einen Hund genommen. Jetzt habe ich dieses Jahr 2 Hunde selber verloren. Und jetzt dürfen halt immer 2 bis 3 Pflegehunde bei mir einziehen. Und ja, im Moment habe ich jetzt 2. Und am letzten Sonntag ist der 3. Pflege super vermittelt worden. Und das ist. Und das ist immer der größte Lohn, wo wir als Pflegestelle im Ehrenamt haben, dass wirklich ein Hund, dass man weiß, okay, der Hund ist jetzt bei einer Superfamilie untergekommen. Man hat immer die Rückmeldung, alle 2, 3 Tage ploppt ein Bild auf in WhatsApp. Uns geht es gut, wir sind zufrieden. Ja, wie gesagt, es muss zwischen Mensch und Hund einfach passen. Nicht jeder Hund ist für jeden Menschen andersrum genauso. Ja, ich sag mal so, nicht jeder Mensch ist für Tiere geeignet. Oh, guten Appetit. Fido. Habt ihr zum Beispiel ein Spendenkonto, wo die Leute, wenn sie jetzt sagen, sehen das Video? Und ja, wir haben ein PayPal-Spendenkonto. Verlinken wir natürlich. Genau, könnt ihr dann verlinken. Ich muss sagen, wir differenzieren quasi Bargeld von PayPal-Geld. Das, was auf PayPal ankommt, die Schutzgebühren, die müssen ja nach Kroatien. Jeder gewisser, der von dort aus den Hund zu uns schickt, trägt gewisse Kosten, die wir komplett übernehmen. Transportkosten sind natürlich auch sehr teuer. Und dieses Geld, was auf PayPal zusammenkommt, alles, was übrig bleibt, die Differenz, geht nur nach Kroatien, nur für bezahlte Unterkünfte, bezahlte Pflegestellen in Kroatien, dass wir einen Hund vor Ort dort aus dem Tierheim holen auf eine private Pflegestelle. Die müssen wir sehr, sehr oft bezahlen. Es gibt ganz wenig Volontäre. Und dann zum Beispiel Operationen von irgendwelchen Hunden, die niemals vermittelt werden, hatte ich gerade neulich so einen Fall. Futter bekommen wir zum Glück als Futter, genug. Wir haben auch nur die Möglichkeit, mit leeren Transporten, wo die Hunde kamen, dann Futter zurückzuschicken. Und Geldeinnahmen, die Bargeldeinnahmen, wir haben so kleine Büchsen, Spendenkassen, wenn Transport kommt oder wenn die Adoptanten den Hund abholen, immer wieder schmeißt jemand 5 oder 50 Euro rein. Dieses Geld bleibt eingefroren für Kosten, wenn hier ein Pflegehund zum Tierarzt muss, dass auch dafür genug Geld da ist und dass wir nicht betteln müssen, wir brauchen wieder Geld oder so. Also bei unserer Facebook-Seite werden Sie sehen, wir betteln so gut wie nie ums Geld. Ja, außer es ist wirklich eine ganz hohe Rechnung, die uns überwältigt und dann wird gezielt nur für diese Rechnung gesammelt und das ist vielleicht einmal im Jahr. Ja, wenn es wirklich nicht alleine zu stemmen ist. Aber sonst, genau, Spenden sind sehr, sehr wichtig. Ohne Spenden geht es gar nicht weiter. Die Jenny haben wir von einem anderen Verein übernommen. Das ist vielleicht jetzt wichtig. Die Jenny haben wir von einem anderen deutschen Verein übernommen. Sie ist selber aus Kroatien. Ich habe die Jenny damals nicht gekannt, aber als ich erfahren habe, dass der Jenny Weg nach Kroatien wieder droht, haben wir gesagt, wir übernehmen sie, obwohl wir sie gar nicht vermittelt haben, obwohl wir gar nicht wissen, wie lange sie braucht, bei uns bleibt, weil sie extrem schwer zu vermitteln ist, leider. Der allerliebste Hund auf dem Planeten, ja, man muss nur wissen, wie man mit ihm umgeht, ja. Und sie kam zu uns, die hatte nicht mal eine Impfung letzte 3 Jahre, obwohl ein deutscher Verein dafür zuständig war. Sie war auf einer Pflegestelle, wo sich keiner gekümmert hat, mitten in Deutschland. Wir sind als allererstes mit ihr zum Tierarzt, komplett impfen, Doppelgrund immunisieren, Tollwut, Blutbild machen lassen, lauter solche Sachen. Einfach nur, dass wir einen gesunden Hund vermitteln können. Ja, sie hat immer noch keine Anfragen, aber zum Beispiel aus dieser Spendenbüchse
oder Büchsen ist diese Spendebox, Bargeld ist dann für die Jenny ein großer Teil draufgegangen, zum Beispiel. Ja. Ja, wir kennen ja alle Tierärzte, wissen, ja, ja, wie hoch sie sein können. Genau. Ja, mittlerweile, genau. Ja. Mittlerweile, ja. Genau. Dann haben wir den Fido hier, 8 Jahre alt, absolut fit für sein Alter. Ja, wenn es so ein träger Senior wäre, hätte es vielleicht einfacher in der Vermittlung, aber der ist super aktiv, verspielt, freundlich, begrüßt jeden freundlich. Wie gesagt, aber mit 8 Jahren ist er sehr fit und er wartet auch auf richtige Menschen, die ihm genug Auslauf noch bieten können und die, für die in Frage kommt, ein 8-Jähriger. Ja. Ein zu lieber Senior. Ja, der ab und zu mal an der Seite, an der Leine zieht und andere Hunde anpöbelt, ja. Aber ja, sonst aber ist er perfekt. Ja, fast alle. Ja. Das ist jetzt so die zwei unvermittelbaren, sage ich jetzt mal, die jetzt ein bisschen länger warten. Vielleicht wäre nicht schlecht. Ja, vielleicht separat wirklich ein bisschen, dass die Pflegemama selbst über jeden erzählt, dass man dann das vielleicht einbauen tut. Ja, weil die kann sie am besten, die Sigi kann sie am besten beschreiben. Jo. Also beim Fido muss man sagen, ja, eigentlich mit allen verträglich. Bloß, wenn es ums Futter geht, dann sagt er, nee, das ist mein Futter. Ja, und ja, und bei Rüde, sage ich jetzt mal, entscheidet die Sympathie. Aber ansonsten eigentlich, ich denke, er will jetzt nur genauso frei rumrennen und mit einer Renne. So hat man, genau, genau. Aber es ist einfach, nein, Fido, du bleibst jetzt mal da. Aber ansonsten ist er absolut lieber Kerl, geht gern Gassi und Ding. Aber er, also ich würde sagen, aufgrund von seiner Ding, also wäre es ein Einzelplatz für ihn absolut, wo einer wirklich noch viel spazieren gehen will, weil er ist immer, er will immer mit dabei sein und er ist absolut fit für seine, also 8 Jahre ist er jetzt. Hat halt vorher die ersten 7 Jahre kein schönes Leben gehabt. Er war nur als Hofhund, hat kaum an Ansprache Kette, gehabt. Ja. Deswegen ist er jetzt absolut verschmust. Ja, natürlich. Also er ist schon extrem. Er fordert seine Streicheleinheiten wirklich ein. Da hat er jetzt auch ein Recht dazu. Oder? Ja, die und das ist also. Und die kriegt dabei. Guck mal, also er ist jetzt vor einer Woche gekommen und hat schon 1 Kilo drauf. Ja. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, warte, Schatz, wie er aussah vor einer Woche. Er verputzt jetzt 1,5 Kilo Fleisch täglich, seit einer Woche jeden Tag. Also hätte ich ihn nicht rausgeholt, ich habe ihn vor 4 Wochen persönlich in Kroatien gesehen und hätte ich ihn da nicht rausgeholt, der wäre nicht mehr am Leben. Das war mehr als 5 vor 12. Ja. Also man sieht, guck mal, wie, guck mal, ja, ja, da ist das ist nichts mehr dran hier, die Knochen und alles, aber der frisst super gut und wir sind jetzt auf dem Weg. Der hat geschlungen extrem, aber jetzt hat er bemerkt schon, dass es jeden Tag Futter gibt und ist ein ganz, ganz lieber schon, Kerl. Aber ich lasse ihn nicht von der Leine, und das ist Dex, ein Scharpei-Mix, gell? Mein Bienenstich. Mein Bienenstich. Ja, du bist mein Bienenstich. Ja, ich hatte vorher noch nie einen Scharpei-Mischling oder Scharpei. Ja, die sind halt wegen der Schnauze wahrscheinlich ein bisschen für die Menschen uninteressant, aber so ein lieber Wesen, ja. Der kann nichts dafür, dass er so eine Schnauze hat. Ach Gott, warum? Hm? Sieht doch knuffig aus, ne? Ja, doch knuffig. Das ist der Rocky, also sein Frauchen ist im Pflegeheim gelandet. Das ist ja das Interessante auch in Deutschland, auch bei uns ganz, ganz oft melden sich Senioren 70 plus oder sogar 80 plus und bewerben sich für einen Welpen. Ja, das geht natürlich überhaupt nicht, egal wie fit sie sind und nicht Raucher und nicht Trinker und gehen noch walken. Genau das ist in seinem Fall passiert. Also sein Frauchen hat ihn geholt, als er Welpe war.
Jetzt ist sie 5 Jahre alt, Frauchen ist im Pflegeheim. Natürlich hat sie vor 5 Jahren damit auch nicht gerechnet. Und er ist komplett alleine geblieben. Ja, und die Tierschützer vor Ort haben mich angeschrieben, ob ich ihn nehmen würde, dass ihm das Tierheim erspart bleibt. Und genau, dann habe ich gesagt, sofort hierher, bevor er einen Schaden im Tierheim abbekommt. Und Rocky ist absolut Anfänger geeignet, ja, extrem lieb, extrem verschmust. Ich glaube, für ihn wäre die größte Bestrafung, wenn er nicht mit auf die Couch dürfte. Weil ja, der ist ja, extrem verschmust, ja. Auf jeden Fall. Sieht ja. Aber ist besser, er ist mit allen absolut verträglich, ja. Aber ich sehe ihn als Einzelprinz, gerade deswegen, weil er sein Leben lang alleine mit Frauchen war und vergöttert seine Menschen. Absolut, ja. Der entwickelt, der ist jetzt eine Woche da, nicht mal eine Woche, und hat so eine extreme Bindung aufgebaut. Für ihn ist es wichtig, dass er schnell ein schönes Zuhause findet, wo viel geknuddelt wird, gell, Rocky? Und er zeigt es nicht, aber ich merke es einfach den Hund an, dass es ihm nicht so passt, dass er meine 2 Hände mit 4 anderen Hunden teilen muss. Ja. Aber er wird ganz, ganz schnell, ganz, ganz sicher, ganz, ganz schnell ein Zuhause finden. Da bin ich mir sicher. Gerade 5-jährige Hunde haben sehr gute Chancen in Deutschland, weil halt viele keine Welpen möchten. Und ein 5-jähriger ist immer noch jung, der kann auch noch 10, 12 Jahre leben. Ja, so ist es nicht. Ja. Wenn man sie gut behandelt, auf jeden Fall. Genau. Haben wir jetzt alle, gell? Das ist meine eigene Hündin, Olivia. Ja, also Olivia hat auch eine ganz schwere Vergangenheit hinter sich. Es waren 2 Brüder in Kroatien, 17 und 18 Jahre alt. Der 17-Jährige hat sie festgehalten, während der 18-Jährige mit der Schere kam und ihr das Ohr tatsächlich mit der Schere abgeschnitten hat. Und als man sie fragte, wieso die das gemacht haben, dann haben sie gesagt, die haben gedacht, wenn man sie kopiert wird, sie wird ein Dobermann aussehen. Nee. Ja. Und sie war auch abgemagert, so wie Dell, also wirklich abgemagert bis zum Knochen. Ist so mit frisch abgeschnittenen Ohr ist sie ins Tierheim gekommen. Die haben sie natürlich direkt beschlagnahmt. Und ja, dann kam sie als Pflegehund und war eigentlich meine Absicht überhaupt nicht, sie zu behalten. Aber meine eigene damalige Hündin war, ein Vogel, war schon 17,5 Jahre alt und ich wollte nicht ohne Hund bleiben. Und die Olivia ging mir so unter die Haut und dann habe ich gesagt, ich behalte sie. War die beste Entscheidung. Auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Geschichte. Ja. Naja, die Olivia hat eine sehr starke Leinenaggression. Sie hat auch keine guten Vermittlungschancen gehabt, weil sie sich an der Leine wirklich wie ein ganz schlimmer Pitbull benimmt, obwohl sie keinen Hund was tut. Aber sie geht wirklich sehr explosiv nach vorne. Heute mittlerweile ist sie super, aber damals, als sie in der Vermittlung stand und die Menschen das gesehen haben, alle haben die Hände hoch. Na klar. Die Leute, die kommen da wahrscheinlich teilweise mit der Erwartung, oh, alles Zuckerwatte, ja, ist halt nicht so. Wenn du ein Tier besitzt, ja, hast du auch eine Mordsverantwortung und musst dich auch kümmern, dass dein Tier, aber es ist halt als der Wunschgedanke vieler Leute. Ja, also was unser Lieblingsspruch ist quasi vor der Vermittlung, wenn uns jemand zu viele Fragen stellt, merken wir schon, dass die quasi vielleicht besser zu Kaufland gehen sollen und sich ein Plüschtierchen kaufen sollen. Ja. Und ich gebe allen Adoptanten mit auf den Weg, dass es ein Lebewesen ist, wo man mitarbeiten muss, mit viel Geduld, Liebe, Konsequenz. Bei manchen Hunden auch Autorität, Zeit geben. Wir sind kein Mediamarkt, das ist keine Waschmaschine, wo man 14 Tage Rückgaberecht hat oder nach 5 Jahren die Garantie noch verlängern kann. Ja? Und dann heißt es, der Hund muss zurück. Das ist eine Entscheidung fürs Hundeleben. Eben. Punkt, und das versuchen wir allen Adoptanten mit auf den Weg zu gehen, bevor sie sich einen Hund holen. Viele gehen dann auch woanders, weil sie woanders vielleicht, weil bei uns die Vorkontrolle als negativ erklärt worden ist, habe ich schon öfter gehört, dass die Menschen tatsächlich trotzdem von woanders einen Hund bekommen haben. Ja, es ist so, wie es ist. Aber dann siehst du mal, nur die es wirklich wollen, nehmen dann diese Hürden auf sich, die eigentlich nur fürs Tierwohl sind. Ja, genau, dass geprüft wird, wie der Hintergrund ist, ob da was weiß ich schon vorgefallen ist, Tiermissbrauch und. Das ist ja alles nicht weit hergeholt. Ja. Genau. Aber das wäre so kurz über uns. Cool. Natürlich könnten wir Geschichten erzählen ohne Ende, aber ich glaube, das wäre echt zu lang. Auf jeden Fall. Dann danke ich dir für dieses ehrliche, hautnahe Interview.
Gerne, gerne. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, wir müssen auch mal die sozialen Projekte hervorheben, nicht nur der Spaßfaktor. Und bis demnächst bei Fehrenheim Wildlife. Fehrenheim Wildlife.